Liebes Lucerne-Festival, ich befinde mich hier auf der Schatzalp, oberhalb von Davos. Man sagt, es ist ein Kraftort. Und für ein so kräftiges Festival braucht es natürlich auch ein paar kräftige Argumente. Wenn man Schatzalp hört, denkt man vielleicht zuerst mal an Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Und ich selber persönlich denke auch daran, dass vor bald 28 Jahren ein sehr junger Mann, fast ein bisschen mit einem Hans-Castorpschen Idealismus, hier in Davos ein Festival gegründet hat, das Young Artist Festival. Und dieser Mann hieß Michael Häfliger. Die Ideen, die er damals in das Festival eingebracht hat, sind bis heute aktuell und werden gepflegt und gehegt. Und vielleicht denkt man aber bei der Schatzalp auch an all diese Künstler, die eine gewisse Zeit lang, bevor das Penicillin erfunden wurde, hier nach Davos gepilgert sind, um sich kurieren zu lassen. Einer davon hieß ein Monsieur Grindel aus Paris, und weil dieser Name nicht sehr poetisch war, hat er zum Glück einen neuen Namen gefunden. Er hieß dann später Paul Éluard. Von ihm gibt es ein wunderbares Zitat, das lese ich jetzt kurz vor, als Grußwort zum Geburtstagsfest. Du chantais en rêvant le bonheur sur terre. Du rêvais d'être libre et je te continue. Da ist alles drin, was das Lucerne-Festival schon seit seiner Gründung, denke ich, immer ausgestrahlt hat. Es geht um Gesang, um Klang, um Träume. Es geht um das Glück. Es geht aber auch um die Freiheit. Und am besten finde ich das je te continue, weil ich wünsche eine Fortsetzung für die nächsten 75 oder 750 Jahre für das Lucerne-Festival. Und wünsche alles Gute zum Geburtstag.